Erster Redner zu diesen beiden Tagesordnungspunkten, Harald Stephan von der FPÖ. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben hier mehrere Themen zu behandeln. Ich werde es trennen. Der erste Antrag betrifft einen Gesetzesvorschlag, der sich unter anderem mit einer Änderung der Strafprozessordnung und mit der Änderung des Bundesgesetzes über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union befasst. Bei dieser Änderung der Strafprozessordnung geht es um einige kleinere Anpassungen. Im Wesentlichen geht es dabei darum, dass die sogenannte Kronzeugenregelung mit 31. Dezember 2016 ausläuft, die derzeitige, und es daher notwendig war, hier eine Entscheidung zu treffen, wie man weitermacht. Es wurde jetzt hier eine Änderung vorgenommen und ab 1. Jänner tritt dann diese neue Regelung in Kraft, die wiederum für 5 Jahre befristet sein wird. Und das halten wir für sinnvoll, weil es nicht möglich war, bisher die derzeitige Kronzeugenregelung wirklich ordentlich zu prüfen, weil es sehr wenige Fälle gegeben hat, dieser Kronzeugenregelung, etwa im Sprengel des OLG Graz, keinen einzigen seit Einführung. Zu kritisieren ist schon am Rande, dass diese Strafprozessordnung ja im letzten Jahr im Rahmen der großen Reform eingeführt wurde oder wieder geändert wurde und etwa der § 59 Strafprozessordnung mit 1.1.2016 geändert wurde, dann wieder mit 1.11.2016 und jetzt mit 1.1.2017 neuerlich. Also das ist kein sehr gutes Zeichen, aber in Summe sind die Änderungen aus unserer Sicht sinnvoll und wir werden Ihnen daher zustimmen. Im Zusammenhang mit der justiziellen Zusammenarbeit gibt es aber auch noch ein Thema, das sehr wesentlich ist für uns in Österreich. Deswegen gab es auch eine gemeinsame Erklärung aus allen Fraktionen von Nationalratsabgeordneten und Bundesräten, die sich damit auseinandersetzt, wie mit der Türkei umzugehen ist. Und darin ist klar ausgedrückt, dass es eine klare Position hier aus dem Hohen Haus gibt, dass man keine Beitrittsverhandlungen mit der Türkei führt und auch ganz klar der Türkei gegenüber auftritt. Und da in diesem Zusammenhang ist aber heute eine APA-Meldung des Bundeskanzlers Kern hervorgekommen, die möglicherweise diese Position konterkariert oder konterkarieren könnte. Und daher erachte ich es für sinnvoll und notwendig, dass wir hier einen Beschluss fassen, der sich eben mit dieser justiziellen Zusammenarbeit auch im Hinblick auf einen möglichen Beitritt der Türkei befasst. Und ich bringe daher folgenden Antrag ein. Der Nationalrat wolle beschließen, der Bundeskanzler wird aufgefordert, auf EU-Ebene, insbesondere beim heutigen Europäischen Rat, darauf hinzuwirken, dass die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei beendet werden, um unter anderem die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht zu gefährden. Und wir haben auch noch ein zweites Thema, das jetzt hier in diesem Tagesordnungspunkt zu behandeln ist. Und das ist eine Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern über die Abgeltung von Kosten der Krankenversorgung von Häftlingen. Und hier muss angeführt werden, dass es hier eine sehr eigenartige Situation gibt. Häftlinge sind nicht krankenversichert und werden daher wie Privatpatienten mit dem höchsten Satz bei den Spitälern behandelt. Sie werden daher tendenziell besser behandelt. Wir wissen, dass das in Österreich so ist. Sie bekommen leichter Termine. Es kostet etwa ein Tag eines Häftlings im AKH nach diesem Satz 1.127 Euro. Das wurde bereits vom Rechnungshof vor Jahren kritisiert, dass diese Situation besteht und dass man daher die Häftlinge in eine gesetzliche Krankenversicherung einbringen sollte, hat der Rechnungshof ganz klar gefordert. Es steht unter anderem auch im Regierungsprogramm, im aktuellen, dass das passieren sollte, weil eben sonst diese unbefriedigende Situation eintritt, die wir jetzt haben. Häftlinge werden als Privatpatienten behandelt, kosten daher übermäßig viel Geld, während zum Beispiel die Justizwachebeamten, die sie betreuen, die also für die Gesellschaft hier diese Häftlinge bewachen und für unsere Gesellschaft einen Dienst leisten, schlechter behandelt werden von der Krankenversicherung her als die Häftlinge selbst. Dieser Zustand ist wirklich unerträglich und daher stimmen wir hier
dagegen, dass hier diese Abgeltung zwischen Bund und Ländern, weil es geht dann darum, dass die Länder letztendlich jetzt vom Justizminister das Geld ersetzt bekommen, das hier aufgewendet wird aufgrund dieser erhöhten Beträge. Und wir sprechen uns dagegen aus, weil wir überzeugt sind, es muss eine Gesamtregelung geben. Es muss hier klargestellt werden, dass eben Häftlinge sehr wohl auch in eine gesetzliche Krankenversicherung übergeführt werden. Und ich bringe daher folgenden Antrag ein. Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, welche die Einbeziehung der Insassen von Justizanstalten in die gesetzliche Krankenversicherung vorsieht. Da das eine grundsinnvolle Regelung ist, hoffe ich sehr, dass Sie alle zustimmen. Der Rechnungshof habe festgestellt, dass Häftlinge in eine gesetzliche Krankenversicherung eingebracht werden sollten. So FPÖ-Justizsprecher Harald Stephan. Derzeit würden sie wie Privatpatienten behandelt.